Okay, dann hätten wir das auch erledigt. So langsam machen wir uns, würde ich sagen. Okay, unser nächstes Ziel ist hier. Wir sollen hier für Philly ein Flugzeug kapern, klauen, stehlen. Nein, das ist es nicht. Flyball, hier ist es. Okay, Held. Phillys großer Plan ist fast fertig. Jetzt brauche ich nur noch ein Militärflugzeug und eine Pitching-Maschine. Die Pitching-Maschine haben wir in der Seitentasche, wie es aussieht. Ich habe keine Ahnung, wo da dieses riesige Ding reingesteckt hat. Ist mir auch egal. Finde ein militärisches Kampfflugzeug für Philly. Belohnung 150 XP und ein neuer Talisman mit einem Baseball, wie es aussieht. Finde ich nett. Finde ich nett. Was wir hier in jedem Fall machen können, ist die Kiste uns besorgen. Das FND-Depot. Warum auch nicht? Wenn wir schon mal da sind, dann machen wir das auch. So, warum haben wir hier zwei Ziele? Drei Ziele sogar. Was ist hier los? Okay, das ist das Flugfeld. Unbefugtes Betreten. Ich sehe das Hier ist es Flugzeug schon gefährlich. auf der Minimap. Ihr seid aber Freunde, oder? Ja, das sieht nicht aus, als wären die Freunde. Ihr Kackviecher. Wo bist du? Wo bist du? Komm her. Komm her. Oh. Mann. Mungofleisch haben wir bekommen. Dann schnappt man das von dir auch. Wo ist er? Wo ist der Mungo hingeflogen? Ich sehe ihn nicht. Hier, da ist er. Und ein beschädigtes Fleisch bekommen wir von ihm. Ja, da haben wir ein bisschen zu hart drauf geschossen, wie es aussieht. Kann passieren. Ist nicht schlimm. So, von hier können wir uns einen schönen Überblick verschaffen, glaube ich, über diese Flug. Über dieses Rollfeld Ein hier. Scharfschütze hält Ein warm. Scharfschütze, also. Ja. Dann haben wir da noch einen Kollegen. Ist da oben. Da hinten ist noch einer, hinter dem Zaun allerdings. Ist mir eigentlich egal. Das ist das Flugzeug, was der gute Philly benötigt. Okay. Haben wir sonst noch irgendjemanden? Okay, zu dem Heli. Könnten wir auch. Da müssen wir sogar hin, wegen der Kiste. Das ist das Hauptanliegen, warum wir überhaupt hier hinkommen. Natürlich nach dem Kapern des Flugzeuges. Selbstverständlich. So, was gibt's denn hier? Benzin. Danke sehr. So, die Kiste bekommen wir ohne irgendwelche Probleme. M79 Granatwerfer. Wer hat uns da gerade gesehen? Chorizo? Weißt du, wer uns da gerade gesehen hat? War das der Scharfschütze? Von der Entfernung kann ich mir nicht vorstellen. Okay, da ist auf jeden Fall unser Flugzeug, das wir uns schnappen müssen. Greif an, Chorizo. Okay, Chorizo, du machst ihn erstmal. Ich schnapp mir den Kollegen da hinten. Oh, wow. Der hat das echt überlebt. Schwache Sniper, muss ich sagen. Sehr schwach. Gefällt mir nicht. Shit. Vielleicht hätten wir panzerbrechende Munition nehmen sollen. Wäre, glaube ich, besser gewesen, ne? Ich glaube, das wäre die bessere Wahl gewesen. Chorizo. Fuck. Nein, nein. Nicht den Alarm betätigen. Ich will doch nur das Flugzeug. So, wir schnappen uns das Flugzeug und hauen ab, würde ich sagen, oder? Auf das Geschütz setzen. Nein, danke. Aber Fahrersitz. Ist immer so ein Ding schon mal Ich glaube, das geflogen? ist das perfekte Flugzeug. Jetzt muss ich es nur in Felix Hangar parken. Okay, wow. Wie fliege ich das Ding? Oh mein Gott. Okay, es fliegt von selber los. Oh mein Gott, das ist schwierig. Fuck. Gieren. Ach, nach L1 und R1. Okay, verstehe.
Okay. Ist etwas gewöhnungsbedürftig. Kriegen wir aber hin. Das kriegen wir hin. Okay. Ich glaube, das kriegen wir wirklich hin. Ich glaube, hier gibt es aber auch keine Flugabwehrraketen, oder? Also die Anlagen haben wir ja alle erledigt, meine ich. Okay, uiuiuiui. Oh mein Gott. Shit. Ich hab's verpasst. Wir sollten langsamer werden, ne? Langsamer werden. Und dann... Oh Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh, ganz schlimm. Oh mein Gott, ist das schlimm. Langsamer. Also, wenn das keine perfekte Landung war, Freunde, dann weiß ich auch nicht, was zum Henker tut der. Ah, es ist wunderschön, hey. Na klar. Zeit für etwas Fili-Magie. Mhm. Wir sehen uns im Lager. Oh, mit Napalm, oder was? Napalmjäger. Mhm, mhm. Das dürfte mir gefallen. Montero Justicia. Okay, was auch immer das heißt. Wir haben eine neue Aufgabe. Wir brauchen dich wieder im Lager. Okay. Was ist denn los? Wir müssen unsere nächsten Schritte planen. Alles klar. Okay, bin gleich da, Spanner. So machen wir das. Danny, wir haben Informationen über José gesammelt. Der ist kurz vorm Durchdrehen. Es wird also noch verrückter? Ach, genau, was ich mir gewünscht habe. Setz ihn weiter unter Druck. Mhm. Ich schaue bei der Finca Montero vorbei. Vielleicht kann ich helfen. Mhm. Auf einer Finca gibt es immer genug zu tun. Netter das Versuch, klar. Glaube ich gern. Aber du bist ein Stadtkind wie ich. So, ich wollte gerne unsere Sniper. Ist das die hier? Ja. Würde ich gerne ein bisschen verbessern. Wir haben hier natürlich Standardmunition drin. Das bringt nicht wirklich viel. Wir brauchen Panzerbrechende. Die Panzerbrechende ist der Trick dabei. Wir haben auch einen neuen Talisman. Und zwar den Baseball, ne? Ja, hier. Mit Autogramm von einem besonderen Schlagmann. Von wem denn? Ich habe keine Ahnung. Merzado? Mercedes? Ich weiß es nicht. So. Das wäre es schon. Da nehmen wir noch ein bisschen Schrott mit. Warum auch nicht? Was können wir denn hier für ein Flugzeug rufen? Okay. Nur das, was wir gerade mitgenommen hatten, ne? Boah, das ist schwierig. Mit dem Ding zu fliegen. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Was? Oh, hier ist ein Kontrollpunkt. Ja, hallo. Wir haben doch noch nicht alles hier erledigt. Das war mir schon klar. Aber dann schnappen wir uns das Ding. Kontrollpunkt Asantilado Agudo. Militärisches Ziel, das ist hier, der hier. Zerstöre das Propagandaplakat und sichere den Kontrollpunkt. Genau das werden wir tun. Dafür müssen wir in diese Direction hier. So. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Por aquí. Mhm. Was auch immer das heißt. Für hier? Hier lang oder sowas? Was ist das denn? Hingekritzelte Nachricht. Ich habe mir ein bisschen Munition genommen. Ich zahle das zurück. Ich gehe zu der großen Plantage, um Infos über unseren kleinen Freund José zu bekommen. Wenn du Papa was davon erzählst, schneide ich dir dein Ei raus. Ein Ei raus. Du weißt, dass ich da nicht lang fackle, Philly. Espada. PS, ich habe mir noch ein Bier genommen. Na gut, drei. Klar, warum nicht? Was haben wir denn hier? Teileliste. 2 Tanks mit Öl, Motorradvergaser, 24 Behälter Cerveza, rundes Sägeding, Draht für einen geschlossenen Stromkreis, Sand, Kaugummi und Spucke. Gleich Philly Magie, Baby. Dieser Philly ist echt crazy. Aber ich mag ihn ganz gern. Ich mag den. So, ich bräuchte ein... Oh, jo. Wir schnappen uns mal ein Pferd. Warum nicht? Immer so weit ist es nicht. Mit dem Pferd kommen wir da locker hin. Pferd rufen. Ich nehme einfach mal den hier. Fell brauchen wir nicht ändern. Das ging schnell. So, und ab dafür. Keine Sorge. Ich tue dir nichts. Noch nicht. Nein, natürlich nicht. Was ist denn?
Was ist denn hier schon wieder los? Ey, ich hab damit nichts zu tun. Das Feuer greift über. Oh mein Gott, was zum Henker? Das wollte ich gar nicht. Steck bloß die Waffe wieder ein, Mann. Danke. Ich wollte das. Nein. Wollte ich gar nicht. Ich wollte einfach nur hier hinreiten, um ganz in Ruhe diesen Kontrollpunkt hier einzunehmen. Mit Chorizo zusammen. Chorizo, mein Freund, wo bist du? Da hinten kommt er schon. Der Gute. Was haben wir hier? Kontrollpunkt. Ja, natürlich. Ah, Tate, was geht's? Okay, ja, ein paar Leute sind schon hier. Ich würde gerne. Na los, schnapp sie dir. Huch, wollte ich gar nicht. Ja, du gehst auf ihn und ich schnapp mir den Chef hier, den angeblichen. Mal gucken, wie schwer der sein wird. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Don't see me, friend. Au revoir. Das war er. Schlüsselkarte haben wir auch bekommen. Was denn? Was ist denn hier eigentlich? Oh mein Gott. Das war aber knapp jetzt. Auf wen ballert denn der? Das haben wir auch schon mal erledigt. Was zum Henker geht denn hier ab? So, ist gut. Alter, was hält denn der aus? Ist der Alarm etwa? Ne, Alarm deaktivieren, komm. Mach ich das schnell, bevor hier irgendjemand hinkommt. Komm. Oh, da ist unser. Da ist auch unser. Wo sind denn... Die haben sich schon darum gekümmert, um den letzten Soldado. Und auch dieser Kontrollpunkt ist unser. Freunde. Was ist denn los? Steck mal dein Riesengewehr wieder weg. So, 250 XP haben wir dafür bekommen. Dafür war das ziemlich einfach, muss ich sagen. Da ist wieder jemand mit Klemmbrett. Ja, ja, was denn? Was kannst du mir sagen? Hey, ich habe von einer Flugabwehranlage erfahren. Oh. Ich markiere sie dir, damit du sie zerstören kannst. Danke sehr. Sehr schön. Flugabwehranlage. Neues militärisches Ziel aufgedeckt. Genau, was wir brauchen. So, was wir noch brauchen. Alter, der blitzt gerade eben. Schlüssel benutzen und rein mit uns. Yes. Ein bisschen Muni. Ein bisschen Schrott. Ein bisschen dies, das. Tralala. Okay, hier ein bisschen Medizin. Und jetzt, was haben wir denn hier Schönes drin? Ja, okay. Schießpulver. Nicht wirklich interessant, aber können wir immer gut gebrauchen. Oh. Das Ding möchte ich mir mal schnappen. Moment mal, kann ich das Ding scannen? Dann kann ich es ja überall immer wieder bekommen, oder? Also habe ich das verstanden. Wenn das geht. Dieses Fahrzeug ist jetzt bei jedem Übergabeort verfügbar, der zu diesem Fahrzeugtyp passt. Was will ich denn mehr? Können wir den auch scannen? Der Taxi? Oder nicht so? Nö. Na du, wie geht's? Okay. Dann wollen wir mal hier auf dem Fahrersitz. Ich glaube, mit dem Ding macht es Spaß zu fahren. Das kann ich mir gut vorstellen. So, wir möchten hier hin. Ja, warum denn nicht? Das machen wir.
Montero Justicia. Was heißt das denn? Heute schnappen wir uns José Castillo und erobern unsere Heimat zurück. Du, ich und die anderen Guerrillos. Wir werden den Luftstützpunkt angreifen und José Castillo ein für alle Mal auszuschalten. Der Westen wird wieder uns gehören. Sprich mit Espada. Wir bekommen dadurch ein 1946er Adjudicorla 240 Plm. Was ist das, ein Schmuckstück? Oder ist das ein Fahrzeug? Okay, ich sehe es gerade. Dann machen wir das doch. Chorizo, es tut mir leid. Scheiße. Fahre ich überhaupt in die richtige Richtung? Lubigo, wir fahren absolut in die falsche Richtung. Aber das Ding ist ja wendig. Nicht wirklich. So, komm jetzt. Sag mal, wo fährt das Ding denn hin? Ich lenke nach rechts, man sieht es. Okay. Wir tun so, als wäre nichts passiert wieder mal. Aber schnell ist es ja. Also einigermaßen schnell. Es geht immer etwas schneller. Was? Was schreit denn der da so rum? Keine Ahnung. Ist mir egal, da war kein Ausrufezeichen. Voll läppsch eigentlich. Gleich sind wir da. Oh, mit dem Ding hier kann man solche Wege super gut fahren. Man sieht einiges. Sehr wendig, der kleine Flitzer. Gefällt mir sehr, sehr gut. Oh, und ab dafür. Puh. Ah, klasse. So, da wären wir also wieder. Hello. Und... Das sieht überhaupt nicht lächerlich aus, okay? Zum Glück kommt das nicht in den... Ich habe keinen Rum. Aber ich hoffe, das sieht man in den Zwischensequenzen nicht. So, meine Gute. Dann sprich mit mir. Wie geht das jetzt weiter, Spanner? Hast du eine Idee? Ihr hört nicht zu! Ihr hört nicht zu! Halt deine Klappe! Wir müssen die Tabakfelder angreifen. Wir haben genug gehört, Singao. Du willst das einfach zulassen? Das ist überfällig, Dani. Was machen die? Hört auf! Dein Bruder ist ein Verräter. Wow. Und er wird sein Leben lang versuchen, es wieder gut zu machen. Kannst du in den Spiegel schauen und deine Fehler zugeben? Du zuerst, Camila. Na schön. Ich habe Castillo gewählt. Ich wollte das nicht, aber das Viviero sollte uns ja alle reich machen. Mierda, ich habe gezweifelt. An euch allen. Ihr wart für mich keine Guerilleros. Aber Papa hatte recht. Man muss Vertrauen schenken. Wenn ihr an José ran wollt, müsst ihr größer denken. Greift an, wo es wehtut. Seine Tabakfelder. Das haben wir schon versucht. Nein, alle seine Felder auf einmal. Lockt die Soldaten raus, die ihn schützen. Nicht dumm. Tja, zum Glück für uns. Plan Fili immer voraus. Mhm. Wir haben, was ihr braucht. Gut, wir werden uns aufteilen. Gezielte Schläge, Kontrollpunkte, Wachposten, alles. Rein und raus. Dann greifen wir dieses Flugfeld an. Also, was machen wir denn noch hier? Dale. Dale. Vamos. Llegaremos hasta el final, Roberto. Sí. Sí, sí, vamos. Und du verrätst uns nie wieder. Nie wieder, Alejandro. Nie wieder. So. Ich bin mal gespannt. Wir wollen also... Halt dich fest, Held. Du kriegst meine größte Schöpfung zu sehen. Was hast du gebastelt? Stahlvogel, Höllenfeuer, die Hoffnung des Westens, alles in einem. Du bist das Ding geflogen? Nein, niemals. Ich habe Höhenangst. Ich werde der Wind unter deinem Bauch sein. Moralische Unterstützung, während du José den Arsch aufreißt. Na klar. Oh, 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 Held. Du brauchst noch meinen Soundtrack. Viel Magie, Baby. Den Soundtrack? Was zum Henker ist das für ein Soundtrack? Oh, wir müssen ein Flugzeug. Chorizo, komm her. Den nehmen wir doch mit Sicherheit nicht mit in die Luft, oder? Ich muss die Felder mit den gelben Planen treffen. Zerstöre die Felder mit modifiziertem Tabak. Viva Libertad. Okay. Einfacher wäre es, wenn wir zu zweit fliegen würden. Aber anscheinend ist das nicht drin. Das ist zum Henker. Was ist das denn? Okay, womit ist das Ding ausgestattet? Mit Raketen auf jeden Fall. Wir werden sehen.
Okay. Okay, Fili. Bin gespannt, was du so hörst. Fili, Magie, Baby! Mhm. Scheiße, Fili. Bombenvisier. Alter. Okay, krass. Guerrillero, seid ihr bereit? Ich will euch hören. Sanchez, bereit. Torres, bereit. Napa, Nino. Hier oben ist alles gut. Serrano, bereit. Ortega, legen wir los. Ja, dann los. Wir verfliegen mal einfach los. Leute raus und der Luftstützpunkt ist umgeschützt. Dann schlagen wir mit allem zu, was wir haben. Machen wir sie fertig. Heben wir ab. Gottes Willen, das war aber knapp jetzt. Ist so. Du bist eins mit Napalm Nino. Ich hoffe sehr. Und wenn ich jetzt hier Bombenvisier mache. Fühlst du ihn? Geil. Scheiße, Fili. Was zum Henker? Was geht mit der Musik ab, Mann? Okay, wir sind gleich da. Die Felder, das sind 8 Felder insgesamt. Und 5 davon sind schon vor uns. Okay, kriegen wir hin, oder? Bombe abwerfen. Heilige Scheiße, es funktioniert! Fili? Verdammte Fili. Das macht schon Spaß. Oh mein Gott. Oh, ich darf nur keinen Unfall bauen. Na komm. 4 von 8 haben wir schon. Wie findest du das, El Pequeño? Ich muss noch mehr verbrennen. Ja, wir sind auf dem Weg. 800 Meter in diese Richtung. Geil. wir haben Maschinengewehr. Mit X, okay. Gut, brauchen wir gerade nicht. Das macht schon Spaß hier, muss ich sagen. Also wenn man die Steuerung drauf hat, geht das voll gut. So, komm mal her. Bastidos Spezialeinheiten. Ja, hau mal ab. Oh oh. Nicht an Höhe verlieren, bitte. Komm schon. War's das? Oh ja. So geht's mir wieder. Jetzt bist du dran, Jose. Ich muss zum Flugplatz. Welcher Flugplatz? Wo ist der? Costa del Mar sind wir jetzt. Was? Ortega, wie sieht's bei dir aus? Ich sehe niemanden. Ich glaube, wir sind sicher. Okay. Wir sind südlich des Stützpunkts, bereit loszulegen. Können wir mit dem Schießen anfangen oder was? Auf 3 Uhr! Feuer frei! Ein paar kommen hier, das von links. Pass auf, wo ihr hinschießt! Okay, irgendjemand sieht uns. Aber wir fliegen einfach weg. Ich greife die Nordflanke an. Die werden Augen machen. Gut! Na los, Leute! Bewegung! Natürlich nicht. Müssen wir um den Berg herum? Ja, und wie? Wir müssen um den Berg herum. Oder drüber? Ja, wir fliegen mal drum herum. Warum nicht? Scheiße, wir werden überrannt. Was? Wiederhole, wir sind abgeschnitten. Oh oh, wir kommen. Haltet euch an den Plan. Wir werden überrannt. Wo bleibt die Verstärkung? Wir sind doch schon da. Haltet durch. Verstärkung ist unterwegs. Ich sehe doch schon das Flugfeld. José Castillo soll mir zur Rede stellen. Da bin ich mal gespannt. Wir sind gleich da. Geile Sache, Espada. Die haben uns nicht kommen sehen. Alles in Ordnung hier oben. So langsam glaube ich an die Fili-Magie. Wir haben was abbekommen, aber alles in Ordnung. Bei uns auch. Das sollte El Pequeño zurechtstutzen. Gute Arbeit, Guerilla. Sucht nach Gusanos, die wir übersehen haben. Danny? Wir treffen uns am Luftstützpunkt. Okay. Du und ich haben ein Date mit José. Geht klar. Espada, alles gut? Sie, und jetzt bewegt deinen Arsch her. Wo
unterwegs. Wir sind fast da. Wir sind da. Wo ist denn unser kleiner General? Einer unserer Guerilleros hat ihn im Kontrollturm gesehen. Gut, dann gehe ich da mal hin. So, der Kontrollturm ist da hinten. Der Krieg ist schon im vollen Gange, wie es aussieht. Das läuft gut. Ja, geil. Wie komme ich denn da rein? Hier brennt's. Wir gehen mal außen rum. Ich weiß nicht, ob wir von hier reinkommen. Aber das Benzin nehmen wir mit. Oh, da ist eine Treppe. Du bist im Eimer, José. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Nein, nein, nein. Ihr schießt mir nicht auf meinen Chorizo. Keine Chance. Unsere Shotgun ist der Knaller. So, wo ist er? Wo ist der gute José? José, komm her. Drecksack. Hey. Jetzt sag mir nicht, der ist nicht hier. Du willst mich doch verarschen. Sicher? Das kleine Arschloch könnte sich überall verkrochen haben. Nein, er ist schon... Oh. Alter. Suprema, Suprema, komm. Mit der Pistole, hm? Klar. Reicht das schon? Nein, natürlich nicht. Chorizo, geh nicht in die Nähe von dem Freak. Oh mein Gott. Wow. Was? Töte José Castillo? 62%. Okay, Moment. Moment. Wir haben ja ganz andere Möglichkeiten hier, ne? Die Sniper wird mir gerade nichts bringen. Wir sollten umsteigen auf Granatwerfer. Oh, oder auf El Caballero. Auf jeden Fall. Das sieht auf jeden Fall besser aus jetzt. Wir heilen uns kurz, indem wir eine Zigarre rauchen. Erst werde ich dich töten. Natürlich. Dann werde ich mit deiner Leiche eine Parade durch die Straßen Esperanzas veranstalten. Natürlich wirst du das, aber vorher, mein Freund, kriegst du ein paar Granaten in den Arsch. Gibt's doch nicht. Was? 19% nur noch. Und wir haben nur noch eine Rakete. Shit. Mit der Pistole. Weißt du, wer ich bin? Ich bin General José Castillo. Klar. Ich bin ein Jäger. Ich bin ein Löwe. Natürlich. Hier, yeah, Löwe. Löwe, mal gucken. Yes. Okay, wir haben ihn. Das war der erste Miniboss, glaube ich. Der erste wirkliche Miniboss. Kann das sein? Oh, José. 1 Million, wenn du sie tötest. 2 Millionen. Knallen wir ihn jetzt einfach ab? Ja, Iranische Zigaretten. Ich dachte, die kriegt man hier draußen gar nicht.
Anton liebt mich. Er schickt seine Truppen, damit sie jeden von euch Monteros dafür vergewaltigen und umbringen. Ich sehe klar, Anton. Oder deine wahren Jarana-Freunde. Weißt du, mein Papa gab mir diese Klinge, als ich 7 war. Brachte mir bei, sie zu werfen, wie man tötet. Du siehst ihm sehr ähnlich. Sag mir, war noch genug von ihm da für eine Beerdigung? Wow, 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 mach keinen Scheiß. Aber diese Klinge, sie sagt nicht gerade Militärmacht, oder? Oh nein. Du nahmst mein Land? Oh je. Yeah. Du nahmst mein Papa? Und jetzt wirst du etwas geben. Nos vemos, Napoleon el Pequeño. Aber das wird jetzt... Irgendwie ganz anders als früher. Er hat wahrscheinlich nur einen kurzen Schmerz verspürt. Chorizo! Brava, Junge, Chorizo. Geil. Alter, der hängt einfach mit die Unterhose. Alejandro ist fort. Schon wieder. Alejandro. Der Pisser. Konnte er sich entscheiden? Hat er uns etwas gewinnen sehen? Ihr hättet nie was gewonnen, wäre er noch hier. Woher verdammt will die Königin von Libertad das wissen? Ich weiß, dass er dir nie die Finca gegeben hätte. Oder das Lager. Aber sieh nur, was du erreicht hast. Espada, dich hat das Lager gebraucht. Du bist, was Libertad braucht. Du bist es, die uns hilft, Castillo auszuschalten. Sie hat recht, Espada. Ohne Hilfe hat der Westen keine Zukunft. Und Libertad hat keine Zukunft ohne den Westen. Wir schütteln keine Hände. Wir trinken. Oh, auch gut, auch gut. Auf die Monteros. Auf die Zukunft. Salut. Salut, Freunde. Salut. Die Monteros werden mit Libertad zusammenkämpfen. Wir haben also unsere erste Vereinigung geschaffen. Iglesia de San Pablo, Esperanza. Wenn du beichten willst, beichte. Wieso sind wir hier? Du hast José doch nie gemocht? Wieso? Er war ein Arschloch. Wieso? Wieso? Er war schwach. Mein Papa sagte immer, Gott schenkt den Löwen den Sieg. Klingt religiös. Mi Papa liebte Jesus. Er sagte immer, Jesus wäre ein guter jaranischer Präsident. Mi Anton, du darfst nie vergessen. Jesus war sowohl Löwe als auch das Lamm. Herrsche mit Stärke, aber zeige Verständnis für das Leid. Du glaubst das? Als er ermordet wurde, mussten deine Großmutter und ich uns allein durchschlagen. Sie erzählte immer, wie besessen mein Vater von diesem Spruch war. Sie hasste ihn. Wieso? Weil er völlig falsch lag. Sei der Löwe und das Lamm? Nein, sie sagte, Anton, es gibt Löwen und es gibt Lämmer. Herrsche oder werde beherrscht. Ein Castillo ist der Löwe. Denn Yara ist voller Lämmer. Du redest nie über sie. Sie war immer stark, schlau, energisch, aber eine Frau in Yara. Und damals hatte sie die falsche Hautfarbe. Fackeln die das jetzt ab hier alles, oder was? Der da hinten ist mit dem Benzin schon zugange. Mein Papa war ein Lamm. José war ein Lamm. Wieso wir hier sind? Du bist ein Löwe. Und wir fressen die verdammten Lämmer. Oha. Epischer Abgang, muss ich sagen, Anton. Episch. Aber trotzdem, wir haben José erledigt. Einer der Generäle sozusagen von Anton.
300 XP. Rangaufstieg, Freunde. Wir sind Numero 9. So, was sind wir denn jetzt? Ein Major oder Major. Wahrscheinlich eher Major. Was haben wir denn hier Neues bekommen? Aussehen. Ja, gut. Also das mit dem... Hier mit dem Werfer, das hat sehr gut geklappt, muss ich sagen. Sehr, sehr gut. aber ich würde jetzt gerne wieder die Sniper ausrüsten. Die SWD war das, ne? Wobei die ist... Ja, komm. Was soll's. Wobei, doch, die ist stärker. Die ist stärker als alle anderen hier. Das ist die stärkste? Aber erst nachdem wir auf Panzerbrechen umgestellt haben, oder? Glaube ich. Wahrscheinlich. Ich bin mir nicht sicher. So, was haben wir denn hier noch Neues? Ach so, ja klar. Da sind die Impro-Waffen. Die kann ich auch direkt mal hier ausschalten, sozusagen, damit die hier nicht rumleuchten. Ja, das ist immer nervig hier, diese Ausrufezeichen. Das nervt mich wirklich. So, das sieht doch schon viel netter aus, viel freundlicher. Was haben wir denn hier Neues bekommen? Oh, Lubas. Auch Aussehen. Häftlingsshirt. Schutzanzug haben wir neu bekommen. Ja, Schutz gegen Gift und Feuer. Gift und Feuer. Das ist nicht schlecht. Da ist er doch. Der Schutzanzug. Mhm. Okay. Eine neue Hose haben wir auch. Scharfschützenhose. Schmarotzerjeans. Ne, das war es nicht, glaube ich. Häftlingsjeans. Krawall. Fuego. Schutzhose müsste es auch gewesen sein, oder? Krawall. Oder Krawallhose? Ich kann mich schon nicht mehr erinnern. Ist auch nicht weiter schlimm. Haben wir ein neues Schmuckstück. Schauen wir mal. Was haben wir denn Neues bekommen? Nix. Okay. Gut. Das hätten wir dann. Wir haben hier ein neues Fahrzeug. Und zwar, was genau? Was? Das war's schon? 62 Verazzo. Yamis 2008er. Ah, okay. Fahrzeug auswählen. Dann nehmen wir den auf jeden Fall. Wir behalten den einfach. Wir haben eine neue Hupe. Standardhupe. Okay. Hört sich beides nicht gerade schön an, aber wir lassen es mal. Kamelhaarfarben. Kamelhaar. Okay. Was haben wir hier Neues bekommen? Oh, Onyx Schwarz. Wow. Okay, lassen wir. Onyx Schwarz gefällt mir sehr gut. In der Sammlung haben wir auch... Ah, guck mal hier. Das haben wir noch gar nicht gelesen. Hahn. El Tigre sagte einmal, wenn zwei Kampfhähne in die Arena gesetzt werden, werden beide gegeneinander kämpfen, bis einer von ihnen stirbt. Sei immer der siegreiche Hahn. Bisher haben wir noch keinen Kampf verloren, Freunde. Und Yara Libre haben wir hier. Angeblich wurde dieser beliebte Cocktail 1916 erschaffen, um Yaras Unabhängigkeit von Spanien zu feiern. Und wurde auf Feiern im ganzen Land getrunken. Zutaten: 4 Teile frischer Limettensaft, 2 Teile jaranischer Rum, zerstoßene Wassermelone, jaranischer Rohrzucker am Glasrand. Oh, da habe ich schon wieder Durst. Also, so einen kleinen Cocktail würde ich nicht nein sagen. Okay. Maximas Matanzas und die Legenden sind da draußen und brauchen deine Hilfe. Hab verstanden. Danke, Clara. Alles klar. Vor allem, José wurde ja gerade eben von uns erledigt und er muss aus seinem Heli diesen Anblick gehabt haben. Weißt du, wir mit dieser Krokomütze einfach. Das ist schon sehr peinlich für ihn wahrscheinlich. Sehr peinlich. Okay, da hinten ist wieder Hahnkampf. Im Moment habe ich keine Lust auf Hahnenkampf. Ich würde gerne einfach mal... Sieh mal einer an. Dani. Ja. Vorarbeiter. Wir haben immer noch nicht die Möglichkeit. Wir können immer nur 2 Sachen hier drin haben, ne? Na dann. Ist auch nicht weiter schlimm. Wir haben einmal die Kantine da hinten und... Fühlt sich an, als würde das Lager nie... Was ist das andere? Das Verstecknetzwerk. Dieses Bauvorhaben bietet Zugang zu einem Wingsuit und ermöglicht dir beim obersten Speer Verstecke im ganzen Land als Schnellreiseziel zu kaufen. Haben wir das schon überall? Information. Bist du unsere Information?
mehr im Regen schlafen. Bist du das? Ja, ne? Ja, ja, ja. Verstecke in Valle de Oro. Auf jeden Fall, wir kaufen alles. Wir haben ja genug, denke ich mal, 150, 200. Wir kaufen alles. Wir müssen ja auch alles finden. Deswegen, wenn wir das auf der Karte haben. Neuer Ort aufgedeckt, wunderbar. Ich guck mal, ob wir jetzt hier... hier im ziemlich weit im Osten haben wir ein Guerilla-Versteck rausgefunden. Okay, finde ich gut. Haben wir hier irgendwas Neues? Ich sehe gerade nichts auf Anhieb. Sieht nicht danach aus. Wir haben alles eingenommen. Oh, hier ist noch ein Versteck. Hier müssen wir nochmal hin. Ja, hallo. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Das habe ich beim letzten Mal übersehen. Das wurde eigentlich... Das wurde einfach nicht angezeigt wahrscheinlich, oder? Kann ich mir vorstellen. Aber ist nicht weiter schlimm. Da werden wir auf jeden Fall hin. Kann ich da jetzt eigentlich schon hin? Wir machen mal kurz eine Schnellreise. Oder haben wir hier eine Aufgabe? Wir haben hier... Ja gut, nur Sondereinsätze. Die sind mir gerade egal, die Sondereinsätze. Das sind diese Wiederholenden, glaube ich. Diese Wiederholungsmissionen, die man halt machen kann. Interessiert mich jetzt recht wenig. Aber das hier. Dann mache ich hier mal eine Schnellreise. Ganz kurz. Weil da ist auch eine Kiste. Hier waren wir auch noch nie, glaube ich. Ich meine nicht. So. Geil. Was ist das denn? Das scanne ich direkt mal. Wir sollten auch mehr Fahrzeuge scannen. Finde ich. Fahrzeug, Wasser, Land. Das kann man auch an Land? Wie geil ist das denn? Das ist ja mega gut. Muss ich irgendwann mal fahren. Auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier kann man was lesen. Handschriftliche Cocktailkarte. Rum 2, Wodka 3, Yara Libre 6, Mojito 6. Ich liebe Mojito. Mein absolutes Lieblingsgetränk. Yaranito 8, Daiquiri 8. Bananen sind aus. Dann war das wohl der letzte Daiquiri für heute. Was ist das denn? USB-Stick. Sentimiento Original. Ach, ein Lied haben wir bekommen. Interessant. Nehmen wir natürlich mit. Alles, was wir finden können, nehmen wir mit. Hier könnten wir wieder ein schönes, leckeres Süppchen kochen. Aber wir sind natürlich deswegen hier. Jede Menge Zeugs. Aber das war... War das nicht die Kiste, die wir gesucht haben? Keine Kiste. Oh, die Kiste ist weiter hier. Libertad-Kiste. Dann gehen wir da auch mal hin. Dann gehen wir da doch mal hin. Wenn es hier sonst nichts weiter gibt. Hey, was ist denn mit dir eigentlich? Du hast das für mich. Guerriero, wie schnell bist du? Wir haben von einer Vorratslieferung erfahren. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Aha. Das weiß ich zu schätzen. Mhm. Abfangmission. Ich liebe sie. Nicht. Ich mag diese Abfangmission überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Weil die sind halt... Die sind halt immer gleich. Weißt du? Da steht dann... hier in 3 Minuten musst du 5000 Meter weit kommen. Da die Kiste einnehmen. Und alles, was da drin ist, gehört dir. Ist immer dasselbe. Das ist für mich nicht wirklich interessant. Was ist das denn hier? Ach so. Wie, hä? Da ist die Kiste. Nettes Versteck. Scharfschützenhandschuhe. Nice. Die Scharfschützenhandschuhe nehme ich in jedem Fall mit. Haben wir sonst noch irgendwas? Cooles Versteck. Hier, machen wir einen auf Baywatch. Okay, so. Ich würde sagen, gut, wir haben jetzt hier einigermaßen alles eingenommen. Hier ist natürlich noch sehr viel, was es geben könnte. Aber ich würde da erst hin, wenn wir da eine Aufgabe bekommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eine Aufgabe da bekommen werden irgendwann mal. Was wir machen können, ist das verlorene Paradies. Das ist, ja gut, das ist die Hauptmission natürlich. Aber es geht jetzt darum, neue Leute zu rekrutieren, neue Gemeinschaften zu schließen. Einmal mit den Legenden und mit Maximas Matanzas.
bedeutet im Klartext, man sieht es auf der großen Karte, die Monteros gehören jetzt zu uns. Das haben wir jetzt geschafft. Dann haben wir hier Talia und Paolo. Die müssen wir für uns gewinnen. Hier haben wir noch ein paar Schurken. Admiral Benitez, El Yankee McKay. Der Yankee oder was? Geil. Und El Tigre müssen wir auch für uns gewinnen. So, und weiter hier im Norden haben wir natürlich Maria Marquesa, den Clown. Diego Castillo, den Sohn von Anton Castillo. Oh, guck mal, hier, das ist tatsächlich sein Tower oder was? Interessant. Den wir immer von Weitem gesehen haben. Gut, das werden wir in jedem Fall alles noch schaffen. Hoffe ich. Wir haben einiges noch, was wir uns ansehen müssen. Aber das machen wir nicht mehr heute. Das machen wir in der nächsten Aufnahme-Session. Und dann gehen wir weiter in den Osten und nehmen ja eins nach dem anderen ein. Ich würde sagen, wir werden hier erstmal dieses Hauptquartier einnehmen müssen, damit wir so ein bisschen ja, in der Umgebung uns zurechtfinden. Und dann haben wir hier auch einiges, was wir noch machen können. Hier waren wir auch schon. Hier müssen wir auch nichts mehr machen. Vielleicht führt uns ja irgendwann nochmal eine Mission hier hin. Zur Isla, wie heißt die nochmal? Santuario. Aber, ja, oder so eine Jagd-Session, weißt du? Mal gucken, vielleicht irgendwann. Aber im Moment befinden wir uns hier mitten im Krieg. Und wir werden in der nächsten Aufnahmesession genau hier an der Stelle weitermachen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Das Spiel nimmt langsam Züge an. Wir haben den ersten General vernichtet mit einer Handgranate im Mund. Sehr brutal, aber so ist das Spiel eben. Und wir werden in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahmesession genau hier weitermachen. Also nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.